Milieubeschimpfung. Studenten sind, wie schon das eine oder andere Mal von mir erwähnt, ein lustiges Völkchen. Nun bewegt man sich als immatrikulierter Mensch, und wie sich das schon anhört, so wie stranguliert oder observiert, nichts Gutes also, ja nun mal ständig innerhalb der akademischen Halbwelt. Klischees haben ja manchmal das Vortreffliche, dass sie sowas von zutreffend sind. Darf ich mir vielleicht einmal eine Zigarette nehmen, du, aber natürlich, du, wir können auch darüber reden, du, Die studentische Unterhaltungskultur hat noch nie schönere Sternstunden erblickt als jene, wo Hippie auf Hippie traf und beide als Zeichen immerwährender Freundschaft einen Verbrüderungsschal während der Soziologievorlesung strickten und sich unterhielten. Sprache und Evolution sind zwei nicht voneinander zu trennende Dinge. Aus dem Ugg-Argh der Steinzeit wurde schließlich auch das Sahnehäubchen urbaner Kommunikationskultur. Wie geht's? Und selbst? Aus dem erwuchsen weitere Schöpfungen unbekannter Meister. Vor allem eines setzt sich immer weiter durch. In einer schnelllebigen Zeit kann Selbstunterhaltung reduziert werden, indem man einfach Silben weglässt und diese durch Buchstaben ersetzt. An der Uni hört sich das dann so an. Kühlschrank wird zu Kühli, Student zu Studi, Uni bleibt Uni, Mitbewohner, Mitwohni, das Konzert wird zu Konzi und so weiter und so fort. Wenn Studentis die Gehirnis einschalten, kommt so etwas heraus. Oder herausi. Zerebralsalmonellis sozusagen. Warum geht ihr nicht einfach verenden? Ja, ja, ich weiß, zynisches Arschloch, du, ich kann nun mal nicht anders. Aber muss ich denn, nö. Wer ganzjährig mit Gore-Tex-Jacke und Ethno-Klamotten herumläuft, will doch verarscht werden. Niemand konnte mir bisher die Frage beantworten, warum Studenten so dermaßen bescheuert zu sein scheinen. Vielleicht habe ich sie auch immer nur falsch gestellt. Warum seid ihr so bescheuert, das kannst du doch so gar nicht sagen, Meine Idee für ein Milliardengeschäft abseits von Old and New Economy, die Mutter aller Start-ups sozusagen? Eine Imageberatung für Studis. Wir gehen dann zusammen einkaufen, Klamotten und so. Die Tage, an denen die Karohemden in den engen Jeans steckten, sind dann gezählt. Und auch die der gemeinen Ethno-Klamotte und der Ponchos im Allgemeinen. Studis, wollt ihr etwas Sherpas sein? Möchte man mit mächtiger Stimme rufen. Die Antwort wird wohl lauten, du meinst wohl Sherpies? In diesem Moment werden die Sicherungen herausfliegen. Zack, und schon ist der erste Studi von seinem eigenen Liegefahrrad erschlagen worden und der nächste von seinem Bergsteigerrucksack erdrückt. Und wir werden wieder lachen können. Die Sonne wird scheinen. Als nächstes die Oberlippenbärte und Dauerwellen. Aber verlassen wir schnell dieses unfreundliche Terrain der antiakademischen Gewaltfantasie. Sonst kommt man doch auf dumme Gedankis.